Ja, das ist der Apparat zur Messung der Lichtgeschwindigkeit nach der Zahnradmethode. Das beginnt mit einer Lichtquelle. Das ist ein kleiner Diodenlaser, ein Leuchtdiodenlaser, der sich hier befindet. Sie sehen da vorne, wie das Licht dort austritt. Das fällt auf eine Sammellinse. Die Sammellinse leuchtet auf das Zahnrad. Das ist eigentlich kein richtiges Zahnrad, sondern so eine Art Segmentscheibe. Ich zeige Ihnen das mal, wenn ich da etwas drumherum gehe. Dann sehen Sie hier jetzt vergrößert an dieser Stelle hier dieses Zahnrad und dass das Lücken hat. Das sehen Sie auch dadurch, wenn ich mal hier den Finger dahinter halte, sehen Sie, wie der durch die Lücken durch erscheint. Ja, das Licht der Leuchtdiode wird auf so einen Zahn oder auf eine Zahnlücke gebündelt, je nachdem, fällt dann, je nachdem, wie das Zahnrad gerade steht. Jetzt ist das Licht offenbar gerade, fällt gerade durch eine Zahnlücke. In diesem Bereich, dort wird es in den Lichtleiter reingestrahlt. Der Lichtleiter ist 2 Kilometer lang, das heißt, das Licht legt einen Weg von 2 Kilometer zurück, kommt dann hier an dieser Stelle wieder in die Apparatur, leuchtet erneut auf das Zahnrad. Hier ist noch eine Linse zur Fokussierung, um dann hier in eine solche Kamera wieder einzutreten. Das Kamerabild sehen Sie hier. Da sehen Sie die Zahnscheibe. Sie sehen im Hintergrund auch so ein klein wenig leuchtenden Lichtfleck. Ich setze ihn mal in Bewegung, dann sehen Sie das etwas besser. Und Sie sehen auch, dass dabei dann so ein stehendes Schattenbild in dem Lichtfleck entsteht. Das liegt daran, dass das Licht zweimal durch die Zahnscheibe kommt, einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg. Und man kann sich das so vorstellen, dass man jetzt hier praktisch die Zahnscheibe sieht und die Schatten in dem Lichtfleck sind dann Bilder der Zähne. Und die sind deshalb auch bei drehendem Zahnrad immer stehend, weil ja während des Drehens diese Zähne mit genau der richtigen Frequenz beleuchtet wird, wie so eine Art Stroboskopbeleuchtung, die sich das Zahnrad selbst herstellt. Deshalb gibt es bei drehendem Zahnrad immer ein stehendes Bild. Das sieht man auch bei höherer Geschwindigkeit. Dazu muss ich allerdings zunächst hier eine Schutzkappe montieren. Das mache ich jetzt kurz. Und dann wird es auch abgedeckt, sodass das Streulicht nicht mehr zu sehen ist, sondern tatsächlich jetzt nur die Zähne zu sehen sind und die Leuchtdiode im Hintergrund. Und wenn ich das Zahnrad jetzt mit dem Motor in Drehung bringe, ich mache das jetzt mal. Hier rechts können Sie die Frequenz ablesen. Die niedrigst mögliche Drehzahl ist so, dass hier 10.000 Hertz Modulationsfrequenz angezeigt werden. Das sind jetzt 11.000. Ich lasse es jetzt mal dabei. Dann sieht man, wie eben schon behauptet, ein stehendes Bild der Zähne, also der Zahnschatten, wirft ein stehendes Bild. Und jetzt markiere ich mal die Stelle der beiden Zahnlücken. Das ist dort, da ist eine Zahnlücke im stehenden Bild zu sehen. Und hier. Und wir beobachten mal, was geschieht, wenn jetzt die Geschwindigkeit des Zahnrades erhöht wird. Wenn die Geschwindigkeit erhöht wird, verschiebt sich das Bild nach oben. Hier nochmal zurück. So ungefähr war das eben. Und zwar deshalb, weil das Licht eine gewisse Zeit benötigt, um diese 2 Kilometer Weg durch den Lichtleiter zurückzulegen. Und das Zahnrad sich jetzt so schnell dreht, dass dann, wenn das Licht durch den Lichtleiter zurückgekommen ist und wieder auf das Zahnrad fällt, es sich im Vergleich zu dem Moment, wo es beleuchtet worden ist, schon jeweils ein kleines Stück weitergedreht hat. Und wir schauen jetzt mal, wie weit das geht. Ich mache es wieder schneller, das Zahnrad. Und zwar jetzt gerade so schnell,
dass dort an die Stelle, wo vorher Zahnlücken waren, jetzt jeweils der Schatten eines Zahns tritt. Das ist jetzt ungefähr der Fall. Und man kann jetzt hier die Frequenz ablesen. Das sind jetzt in diesem Fall, ohne dass wir es so ganz genau eingestellt haben, ungefähr 60.000 Hertz. Ja, ausgewertet wird das dann gleich.